So, mit ganz lauter Musik fange ich jetzt einfach an. Klar. Aha. Oh, ich liebe es, wenn mein Stream mit drin abkackt. Also nicht der Stream, sondern schon das Internet in dem Moment, aber okay. Ah, ja. Kurzfassung. Ich habe, glaube ich, dreimal gegen den Boss gekämpft gerade und dann war der Stream halt weg und ich hätte es einmal fast geschafft, aber dann hat er einen anderen Angriff noch gemacht. Und ich war wegen dem Internet leicht abgelenkt. Ich wollte den Boss nicht ohne Stream besiegen. Ja. Wenn ich lokal noch parallel aufnehmen würde, wäre es auch kein Problem, aber mache ich halt nicht. So, das habe ich gesagt. Eigentlich nicht viel, außer bis man den Typen hier vor bei Surge machen soll, aber nach Auriga. Also eigentlich habe ich noch zwei Bosse vorher. Und so gesehen auch, ja, da mal 5 Level-Ups, die ich noch machen könnte vorher. Bevor er eigentlich wirklich relevant wird. Aber ich kriege ihn auch so hin. Angeblich sollte man übrigens das Schwert aus seinem Kopf ziehen können und ihn instant killen, aber das funktioniert momentan wohl noch nicht. Oder das funktionierte mal. Also, ich meine, oben sind ja auch diese komischen Stufen. Das heißt, irgendwie wird man ja wohl auf seinen Kopf kommen können. Ja. Und eigentlich sollte man ihm die Augen schießen können, dann würde er ja wohl angeblich auch. Wie heißt das? Seinen Schuss auf, ja, aufhören aufzuladen. Aber irgendwie macht das auch nicht, von daher, ja. Ich versuche einfach mal zu überleben im Kampf. Kursiv. Nee, passiert echt gar nichts. Gucken, wie ich will, aber es passiert nichts. Okay. So. Ah, falscher Knopf. Ja, jetzt kann ich auch ganz kurz auch so angreifen. Weil jetzt nochmal auf den nächsten Schuss, ja. Okay. Das müsste guter Schaden gewesen sein. Und jetzt lege ich mich ganz schnell hier hinten hin. Mach so. Okay. Da werden seine Augen wieder rot. Nee, noch nicht. Jetzt. Oh, Scheiße. Ah, jetzt macht er seinen komischen neuen Move. Scheiße, falscher. Ah, jetzt habe ich nicht getroffen. Fuck. Okay. Oh, fuck. Oh, ho, ho, ho. Moment. Das lief gerade irgendwie hübscher. Kann ich. Okay, ich kann, aber das bringt nicht viel. Das bringt nicht viel. Oh shit, okay, den Stampfer, den habe ich auch nie gesehen. Aha. Okay, schießen wir einfach. Alphorad leer. Okay, gut zu wissen. Okay. Der letzte Versuch war übrigens ein bisschen ja, ergiebiger. Ja, der letzte war eigentlich besser. Im Worst Case killt er jetzt ziemlich meine. Ja. Okay. Alles oder nichts? Ich werde echt drauf. Ah, ich war ein bisschen zu langsam. Okay. Ein bisschen zu langsam. Ich krieg ein paar Shards. Die mir nicht viel bringen, aber ich krieg sie. Okay. Irgendwas habe ich falsch gemacht diesmal. Ich habe ihm viel zu wenig Plattform jetzt gehabt.
Okay. Blefuchs, Moment. Ein sehr spannender Bossfight. Ich muss ganz kurz. Wieso bin ich noch wach? Achso. Das weiß ich, du hast morgen Mittelschicht. Also eigentlich 8 Uhr aufstehen. Bei einem Minimum von 6 Stunden hast du noch ein bisschen was. Ah. Schießen, schießen, schießen. Das sind Feuerpfeile, aber die wirken nicht. Oh fuck, er macht's doppelt. Leck mich. Ich hab keine Ausdauer. Okay, mal so. Au. Böser Kursiv. Ach, da macht er den guten Stampfer auch schon. Er war fast down. Aber es ist nett, dass die Bosse hier. Jetzt brennt er, oder? Okay, das, ja, das ist gut. Wenn er hier steht, das ist gut. Da kann ich mich von hier treffen. Oh fuck, oh fuck. Er hat die Phase erreicht. Ah. Oh, du bist ja gut. Oh, ja, das wiederum, das ist problematisch. So. Jetzt macht er es doppelt. Nein, was mache ich da? Ah! 5 AP. Scheiße. Okay, einfach jetzt. Ja, ja. Wieso? Wie? Was? Aber ich denke, ich bin auch gleich irgendwie ein, also nicht wundern. Ja, okay, was? Ich habe den Talentpunkt bekommen und ich habe das Achievement bekommen. Das heißt, ich habe den Boss besiegt. Weiß zwar nicht, warum er jetzt auch überlebt hat, aber. Okay, vielleicht habe ich jetzt einfach nur seine Death Animation verpasst. Gut zu wissen. Achso, was mir gerade einfällt. Thema ATX 3080. Also für so ein Spiel brauche ich definitiv die Rechenleistung von der 3080. Die 1070, die packt das nicht mehr. Das geht gar nicht. Ich habe gerade mal geguckt, also auf jeden Fall. Sag mal nichts. Das Spiel hat echt geleckt noch am Anfang. Was zum Fick bist du? Reden? Tochter von Gaia. Ach. Kursiv ist die Tochter von Gaia. Interessant. Nee, nee, keine Revanche. Wobei ich gemerkt habe, über Revanche bekommt man Upgrade-Items dann wieder. Teilweise. Oder geplusste Waffen von der Waffe, die man gerade trägt. Ich glaube, der hier droppt meine Waffe dann plus 6, wenn ich ihn besiegen würde. Meines plus 4 oder so. Ich würde lieber direkt SLI gehen. Die 3080 ist offenbar nicht SLI-ready, sondern nur die 3090. Ich meine, die 3090 mit 1500 Dollar, die kostet schon so ein bisschen was. Das ist schon eine kleine Hausnummer eigentlich. Andererseits ist, ja, es sind halt 24 GB GDDR6X Speicher. Ich weiß nicht, sie haben es beworben mit 8K 60 FPS Gaming. Ja, aber nicht welches Spiel und nicht welche Settings. Und auch nicht, ob ATX an oder nicht. Also von daher, es ist immer so ein bisschen schwammig, diese ganzen Aussagen. So, was würde ich jetzt eigentlich machen? Blinkzeiten. Eigentlich will ich ein bisschen mehr Damage haben. Vielleicht einen Punkt noch in Vitalität. Ja. Geht ihm. Ne, was mich gewundert hat, ich habe gerade nochmal random nebenbei, wo ich AFK war, auf der Toilette. Bei Alternate nochmal einen Rechner zusammengestellt, so 0815 schnell zusammengeklickt. Und ich habe halt als Platzhalter eine 2080 Super genommen, die auch 700 Euro kostet gerade. Es geht davon aus, dass die Custom-Modelle 750 bis 800 Euro kosten werden. Gehe ich mal von aus. Und ich bin halt nur bei 1806 Euro rausgekommen.
bei eigentlich fast der gleichen Kombination an ja, Komponenten, die ich sonst habe. Ist so im Schnitt. Also ein Ryzen 9 3900X. Auch das, ich weiß, das Thema hatten wir auch schon. Overkill, aber ja. Der muss mindestens 3K kosten. Ja, das wird. Ja, gut. Ich habe jetzt auch nur 32 GB Arbeitsspeicher genommen. Je nachdem, wie sich die Preise dann so im November ungefähr verhalten, könnte ich überlegen, sogar 64 GB Arbeitsspeicher zu nehmen. Einfach nur, fuck it, ich hab's. Und weil ich habe Angst, dass das Geld irgendwie dann demnächst nichts mehr wert ist und ich habe es umsonst angespart. Sollte ich am besten auch nochmal ein Auto kaufen, am besten schnell. Auto, PC, noch irgendwas. Ersteinrichtung. So, okay, das war jetzt kursiv. Ein Boss, den ich hätte machen können, aber nicht muss. Okay. Autos, Immobilien. Also für Immobilien habe ich jetzt auch noch nicht ganz so viel angespart. Vielleicht kann ich mir eine Garage leisten. Weißt du, was Kacke ist? Nee, aber du erzählst es mir gleich bestimmt, oder? Dass diese Bude keine zwei Schlafzimmer hat, sonst hätte ich gesagt, komm mal, machen eine WG. Ach so. Ja, ja, I get the point. da fehlen leider noch die Boobies. Und ein paar andere Sachen, aber okay. Warte mal hier. Okay, hier ist der Gaia-Boss, aber Moment. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, wer von euch beiden jetzt die Wohnung hält und vor allem, ob sie es lohnen würde. Ich meine, klar, die Lage ist gut. Mehr oder weniger, eigentlich. Eigentlich ist die Lage genauso scheiße wie hier bei uns in der Ecke, aber die ist halt, ja. Sie ist modern. Aber du hast halt Nachbarn so extrem dicht am Arsch und die andere Variante, die wir da geschrieben hatten, die wäre ja wahrscheinlich sogar fast noch günstiger eigentlich. Ist das da? Ne, das ist kein Kratzer. Ich dachte gerade schon, das ist ein Haar auf meinem Monitor. Ach, stimmt, einen Monitor muss ich mir auch einen neuen kaufen dann. Muss ich nicht, aber könnte ich halt. Aber erstmal ein PC. Hat sich das Warten ja gelohnt. Was mich aber gerade mehr stört ist, jetzt um das Spiel mal kurz in den Vordergrund zu rücken. Wo ist das zweite Buch? Da vorne ist schon der Boss. Hier schon der Boss. Und hier war das komische Ding. Da hatten wir irgendwie Handschuhe gefehlt, habe ich gelesen. Weil den Schalter konnte ich auch nicht betätigen. Versuche ich jetzt den Boss mit 5% Schaden mehr? Ich meine, ja, 5%, das sind vielleicht 3, 4 Hits. Ich versuch's einfach. Ein Buch, Vorsatz 5% mehr Schaden, ja. Hi. Dead, as promised. Habe ich schon erwähnt, dass dieses Spiel extrem geil ist eigentlich? Das hat sogar eine vertonte Sprachausgabe für alle Charaktere. Außer vielleicht Händler jetzt, aber alle wichtigen Charaktere haben sogar Sprachausgabe. Hab mich echt Your gewundert. father would be proud. War der beim letzten Mal auch schon da? Hi. Don't mind me. You again. Du bist wieder hier? Immortal. But not by my hands. What curious deceit have you used to pull this off? Oh, neue Cutscene, weil ich jetzt das zweite Mal herkomme. Oh, okay. No matter. I only. Also ist Endless auch irgendwie ja, Totengöttin, die weiteres Leben verteilt. Egal, wir haben den Tod auf unserer What Seite. you said. Practice patience while the word still has any meaning. You couldn't stay dead long enough for me to have this. Nee, also eigentlich sind schon wieder 4 Stunden vergangen, seitdem ich letztes Mal hier war. Ich habe ein paar andere Bosse gemacht in der Zeit. Deine persönlichen Intrigen gehen mich nichts an. I will bury you myself. Was habe ich dir getan? Ganz im Ernst, Bitch. Ich habe dir nichts getan. Wirklich gar nichts. Könntest du bitte nicht mich treten, wenn ich gerade auf dich einhaue?
Weißt du, ich kann gerade den komischen. Das Pferdding kann ich nicht anzünden. Aber deinen Steinfuß. Oh, die kriegt Damage. Fuck. Ih, der greift mich auch noch an. Igitt. Okay. Gefällt mir aber, der Schaden. Nicht treten. Diese Ausweichrollen machen übrigens keinen Sinn. Ich will die ganze Zeit eine Luftausweichrolle machen. Okay, was ist das? Irgendwie sind Bosse, die ich später mache, die eigentlich eher viel eher sein sollten. Interessant. Also raten, jetzt muss ich gegen dich, gegen das Vieh auch nochmal kämpfen. Oder was zum... IAP-Balken ist leer. Hör auf, Sachen zu machen. Ich heile mich mal lieber einmal kurz. Was? Je größer sie sind, desto tiefer fallen sie. 500 Scherben? Oh, hi. Meddlesome Twit! You've ruined everything! No outsider has ever made it to Kaer Shorai. Do you understand? You've left us for dead. What? Ist das unsere Mutter? Wäre ein guter Plot-Twist, aber ich glaube nicht, oder? Any mortal blood spilled here is on your hands. Remember that. Ich habe bisher keinen einzigen Lebendigen umgebracht. Was willst du eigentlich von mir? 500 Scherben nur. Early Game vielleicht okay, aber mittlerweile auch nicht mehr. Vor allem ist es ein Steinkrieger mit Gedärm und Knochen. Also es ist eigentlich doch ein normaler Riese. Wieso kann ich hier nicht hin? Okay, der Kampf war jetzt irgendwie erstaunlicherweise extrem simpel. Falscher Knopf. Ich wollte Inventar. Warte mal, perfekter Block. Nee, das war... Ach so, 12 Sekunden lang 35 Sekunden mehr Schaden, okay. Jetzt ist die Frage, was will ich jetzt haben? Beim Blocken von Angriffen Abklingzeit reduzieren? Wenn du sterblich bist, erhältst du fürs Töten? Ich weiß zwar nicht, wann ich sterblich bin, aber okay. Blocken im letzten Moment, ja. Was ist noch für geile Sachen? Wenn ich eine Phönix-Serie wiederhole, habe ich 10 Sekunden lang 20% erhöhten Schaden. Okay. Macht nur bei Bossen Sinn. Hüter der Seelen, du verlierst keine Seelenenergie, wenn du stillstehst. Das wiederum ist eigentlich geil. Umbruch vollenden mit Waffe 1 erhöhen. Aha. Hüten von Feinden, wenn alle aktiven. Oh, Massenkontrolle. Ja, Seelenpfeil, umgrenzte Energie. Du nimmst beim Einsatz von Energiewaffen eine Seelenenergie, wenn du deine Fähigkeiten abklingt. Achso, die Schussdinger. Ah. Das ist nett. Ich kann also Dauerfeuer machen, wenn ich einen Skill eingesetzt habe, eigentlich. Du hältst für Rollangriff einen Bonus, die durch Angriff verlangte Seelenenergie zum verdreifacht. Okay, eigentlich auch ganz geil. Da musst du in der Luft Ausweichmanöver anzuleiten, diese Aktion ist auch als Takashi. In der Luft ein Ausweichmanöver. Ja. Das würde ich gerne haben eigentlich. Seelenfeder, ansonsten der Verfügung erhältst du dann 15 Punkte an Seelenenergie dazu. Das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Will ich denn überhaupt. Wenn du sterblich bist, erhältst du fürs Töten auf eine doppelte Zahl an Erfahrungspunkten. Woher weiß ich, wenn ich sterblich bin? Ich mach's einfach mal. Bestätigen.
Den auch, bitte, danke. Okay. Ja, vergessener Gaiana. Ich weiß aber trotzdem nicht, wo jetzt sein letztes Buch ist. Kann ich mittlerweile eigentlich die Schnecke umbringen? Ist was Neues zu sagen? Achso, naja, nee, das ist gleich Taxi vorher. So, kann ich mittlerweile dir Damage machen? Nee, kann ich nicht. Jetzt aufladen kann ich auch nicht. Kann ich? Kann ich dich vielleicht mit einer Laserwaffe umbringen? Vielleicht. Ah, die braucht Seelenenergie. Scheiße. Ah, fuck. Habe ich nicht bedacht gehabt. Was man bei den Angriffen außer verbraucht, du hebst mit diesem Machin ist ein Teil der Schwerkraft auf. Achso, genau. Mehr, weniger Ausdauer braucht man Angriffen. Dafür habe ich keinen Leiste mehr. Okay. Okay. Ausruhen. Federn bitten. Levelaufstieg. Ja. All about the Technik Points. Technikpunkte gleich Damage gleich. Gefällt mir. Wobei ich, ja, irgendwie. Ich habe halt auch mal nach Waffen geguckt. Es gibt offenbar echt nur eine Waffe irgendwie oder zwei Waffen pro Klasse. Und für den Sensenmann-Typen hier gibt es halt echt keine weitere Sense. Das heißt, ich kann die einfach upgraden, wie ich Lust und Laune habe. Kann ich? Moment. Nur so rein aus Interesse. Könnte ich den jetzt eigentlich schon mittlerweile im heroischen Modus besiegen? Eigentlich der erste Boss mittlerweile. Hi, Old King. Scheiße. Igitt. Okay, du machst Damage, du machst Damage. Okay. Meine Skills machen gut Schaden. Wow. Das macht Damage. Wieder im Mittelalter angekommen. Ja, ich bin wieder irgendwie in einem anderen Gebiet gerade. Ich gehe später nochmal zu dem Boss hin. Das hier ist gerade der erste Boss nur im New Game Plus quasi. In Game heißt das Ding heroischer Modus. Komm. Vom Thron gestoßen. Ist das ein Achievement? Oh Gott, muss ich echt jeden Boss nochmal so besiegen? Ich will nicht jeden Boss nochmal so besiegen für Achievements. Also ich hätte auch noch die Dinger gehabt und die Dinger. Immortalitstein. Objekt aufheben, Priesterkapuze plus 4. Okay. Stimmt, die Viecher droppen ja bis. Ah, je nachdem welche Variante, welcher Boss, droppen die sogar höherwertige Rüstung. Vitalität 4, Kraft 4. Und was macht die Kapuze? Vitalität 5, Intelligenz 11. Weiß kurze Stamm von den Priestern Alt Wins. Ihr Glaube an die Baul, an den Bulwark ist ungebrochen. Auch sie fühlen sich ein Stück weit von Donner angezogen, genau wie er. Vitalität ist ein Punkt mehr, aber Kraft halt nicht. Ich habe aber keine Waffe, die von Kraft effektiv ihre Kraft zieht. Von daher kann ich eigentlich den Vitalitätspunkt das anlegen, oder? Oder habe ich irgendwas, das von Kraft sich. Okay, ja, Der Schild, aber da, ja, 8 Kraft habe ich ja sowieso. Ja, dann rufe ich den einfach mal aus. Plus 4, man kann auch die Dinger upgraden. Ist ja gar nicht mal so scheiße. Und Immortalität ist, glaube ich, ab plus 5 oder so das Upgrade-Material, wenn ich mich recht erinnere. Aufsteigen. Kann ich eigentlich nochmal jetzt besiegen? Moment. Heroische Revanche. Kann ich das jetzt immer wieder machen? Ich meine, das ist schneller, als wenn ich irgendwie 200, 300 Dinger so farmen gehe. Wieder bitten. Ich habe doch gar nichts verloren. Warum sollte ich? So, Technik 25.
Oder stärkt sich seine Stufe noch weiter? Das ist eine gute Frage. Steigert sich seine heroische Stufe immer weiter? Also eigentlich war er jetzt kein Problem, außer sein Damage Output so ein bisschen. Reden. Heroische Revanche. Aktuelle Tode ein. Nee, ich kann immer wieder gegen ihn kämpfen. Ach, aber nee, den Immortalität, den droppt er glaube ich nur beim ersten Mal. Okay, die komischen Dinger verstehe ich nicht, wie ich da ausweiche. Achso, einfach durchdashen. Ja, gut. Macht Sinn. Fuck. Sollte mich nicht treffen lassen, eventuell. Die Doppelklauen mag ich nicht. Ah, er macht den. Ja, er macht den doppelt. Okay. So. Yo, mein Damage ist gerade erhöht. Könntest du mich nicht jetzt angreifen? Ich bin tot. Ich hab sein. Ich war zu greedy. Ich dachte, ich könnte hier mehr machen, als was ich sollte. Okay, er gibt ein paar Shards. Interessant. Wahrscheinlich, weil ich ihn schon einmal besiegt habe. Auch bin ich blöd. Yay, jetzt habe ich die Code Vein-Steuerung wieder drin. Dass ich da mit renne, mit dem RB-Button. Scheiße. Warum muss ich so viele Souls-like-Games hintereinander spielen? Erstmal meinen Fehler zurückholen und jetzt. Komm. Achso, mein Pferd haut jetzt automatisch ab. Ich dachte, dreht sich. Okay. Einmal heilen. Und dann das und Press. Strong Attacks. Ja. Oh fuck, oh fuck. Heilen. Au. Er macht mehr Schaden als vorher, kann das sein? Die bleiben da länger liegen, machen extrem viel Schaden. Okay. 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 Das habe ich gelernt. Lege dich nicht mit heroischen Bossen doppelt und dreifach an. Das funktioniert das erste Mal, danach nicht mehr. Okay, ich muss ein bisschen vorsichtiger spielen. Ja, komm. Okay. Au. Einmal heilen. Sicher, sicher. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Scheiße. Sicherheit. Au, okay, Moment. Könntest du nicht meinen Skills ausweichen? Danke. Sicher, sicher. Komm. 116 Sterben, okay. Barbarenhelm. Plus 4. Ah, das ist der, den ich vorher hatte. Moment. Aha. 4, 4, plus 4. 8, 8. Okay, bei Rüstung werden einfach die Stat-Erweiterungen erhöht. Okay. Aber die Stat-Erweiterungen bringen wir halt nichts ohne Dingens. So.
Ja, und 960. Das ist gar nicht mal wenig eigentlich. Den kann man relativ gut farmen jetzt gerade. Finde ich zumindest. Einmal besiegen gibt zumindest ein Level. Mindestens eins. Mit Glück droppt er sogar ein paar nette Sachen. Was Ausdauer? Ja, eigentlich. Eigentlich will ich. Oh, sogar zwei Level jetzt. Ausdauer ist, glaube ich, ganz gut, dass ich das dann wieder skille. Es ist aber nur ein Punkt Ausdauer immer, oder zwei pro Level. Halt immer so ein bisschen, ja. Weil mittlerweile, ja doch, nee, es sind zwei Punkte. 18, glaube ich, geskillt. 100 hatte ich am Anfang. Ja, kommt hin. Aber es ist immer wieder einfach nur heroisch, okay. Ah, ich wurde gar nicht getroffen, scheiße. Das macht schön Damage. Oh, das macht sehr schön Damage. Ja, ich habe keine Dingens. Gut, dass du mich da nicht triffst. Scheiße, okay. Die Kugeln bleiben echt die ganze Zeit liegen. Das ist ekelhaft. Priesterkapuze plus 4. Okay, ich glaube, der gibt nur den Bahnhelm plus 4 und die Priesterkapuze. Das heißt, rein drop-technisch bekomme ich jetzt hier nichts Besseres. Und plus 4 bekomme ich, weil wahrscheinlich mein höchster Gegenstand plus 4 mal war, kann das sein. Ja. Die Sensor halt. Aber zumindest kriegt ja, zumindest kriege ich da sicher Drops und kann ich dann wiederum zu Dingens machen. Ne, 17 Punkte habe ich erst. Okay. Hat man 102 gestartet oder? Ah ne, ich hatte ja schon ein, zwei Punkte vielleicht von Anfang an gehabt. Genau, zwei Punkte. Ja, kommt hin. Aber gut. Das wird mir jetzt langweilig, Anna und wieder den Platz zu machen. Aber kann ich mir gut merken, dass ich da easy leveln kann gerade. Einmal Boss besiegen, gleich ein Level. Hm. Kriege ich hier den Gegner? Nein, krieg ihn nicht. Okay, rumdrehen. Ich würde echt gerne wissen, wo das zweite Buch von dem Guyana ist. Das würde ich echt gerne haben eigentlich. Bei dir konnte ich verzaubern, genau. Entzaubern. Kann mal kurz gucken, welche Schilde ich nicht mehr brauche. Auge des Abgrunds. Wo genau habe ich das zu gebrauchen? Ich habe keine Ahnung. Genauso wenig wie die komische rostige Kette. Was hätte ich das gebraucht? Hätte ich das für Ion gebraucht vielleicht? Wenn es ja doch unsere Mutter ist. F-Robustheit, okay, Holzzahl kann weg. Schild des Bundes. Gegen Energieschild. Was? Ein stabiler Schild, auf dem ein Phönix prangt. Der Bund der Flammen versklavt Unsterbliche und missbraucht ihre unerschöpfliche Energie für Frohendienste. Mhm. Okay, den kann ich auch weghauen eigentlich. Alte Win-Umhang. Braucht mindestens einmal. Ja, die Kapuze kann ich. Ich kann relativ viel weghauen. Holztage entzaubern. Den entzaubern. Schamanenschild, bei dem ich mir gar nicht sicher. Über Bahnhelm definitiv. Komme ich auch mehrere, wenn ich schon geplust sind? Ne, kriege ich nicht. Umhang des Eifers. Alten Umhang. Zack. Die halte ich mal. Rekrutenumhang brauche ich auch nicht. Leichter Beinschutz glaube ich auch nicht.
Legends brauche ich eigentlich auch nicht. So. Okay. Verzaubern. Kann ich meine Sense? Ich kann... Warte, 25 von 32 oder... Fuck. Ich kann oben Waffen kaufen. 7. 700. Okay, wenn ich den Boss noch einmal mache, könnte ich mir oben Waffen kaufen. Oder Rüstungsteile, kann die entcraften und kann dann die Waffe aufbessern. Okay, klingt am Plan. Oder ich guck, was ich noch verkaufen könnte. Bulwark-Schild, nee, den eben nicht. Mo-Schild auch nicht. Bulwark und Mo-Schild kann ich wegmachen. 8 Kraft, 4 Kraft, B-Robustheit, der ist sowieso unnötig. Legendschild. Ja gut, Schild des Widerstands ist natürlich auch ganz nett für Widerstände, aber okay. So. Hallo, Old King. Ich finde es schön, dass da die Tode zwar stehen, aber nicht wie oft, scheiße. Wie oft da eigentlich draufgegangen ist schon. Er hat in die andere Richtung geschossen. Hier, kann auch zutreten. Ja, lass mich da bitte mal raus. In dem Fall der Fälle mache ich mal so. Okay, das ist echt. Helm der Diebe, oh. Der ist neu. Moment. Technik plus. Geil. Technik plus 8. Ui. Okay, gut, dass ich nochmal hergegangen bin. Scheiß auf Kraft. Aber wie viel Damage macht jetzt meine. 79 Damage macht die Sense jetzt. Vitalität bleibt gleich. Ach so, okay. Ein Punkt in Technik ist quasi ein Schadenspunkt mehr. Dies ist ein bisschen. Ja. Ein bisschen traurig, dass es doch so wenig ist. So, wenn ich mir jetzt Waffen kaufe, dann müsste ich ja eigentlich die zu Dingens machen können. Zu Seelensteinen. Und wenn ich Seelensteine habe, dann kann ich die Sense aufbessern. Und wenn die Sense aufgebessert ist, kann ich wieder. Ja. Kann ich so weiter aufbessern. Reden. Peruse my paltry wares, if I may. Naja, deine dürftige Auswahl waren. Ja, ich will doch kaufen. Was war denn so? Die Diebesdolche wären halt ganz nett zum Testen mal. Hat er die Waffen eigentlich mehrmals? Schmerzt mir in der Seele eigentlich, das Geld für sowas rauszuwerfen. Wehe, ich krieg jetzt keine Seelensteine. Wehe. Halt. Wehe, ich werde meine Seelensteine betrogen. Entzaubern. Na, ich trotzdem mal ganz kurz noch. Widerstand, Schamanenschild, Bulwark-Schild, Mo-Schild und Vardos-Schild. Bei Vardos-Schild bin ich mir gar nicht sicher. Kann ich ein Vardos-Schild halten? Ne, will ich nicht. Okay. Zaubern. So. Erzaubern. Sense. Ah. 75 Ground Damage. Okay. 84 Schaden habe ich so. Zaubern. So, wie viel habe ich jetzt? 84. Okay, 4 mehr für ein Level up, okay. Und ich müsste jetzt ja eigentlich genau auf plus 6. Warte, was? Achso. 2 von 4. Oh, ich habe es ja verkehrt herum gelesen. Okay, wenn ich jetzt auch zwei Bosse quasi besiege, dann kann ich es auf plus 7 hauen. Also zwei
Heroik Wasser. Mann, es sind zwei Stück eigentlich in der Nähe. Bei einfacher. 92 Schaden, ja, der Schaden lässt sich gut sehen. Mich würde mal interessieren, wie viel Damage ich jetzt an dem Boss da unten mache. Du bist mein neuer Trainingsdummy, Eulenkönig. Ich könnte auch. Natürlich auch bei Kursiv und sowas gucken. Bei dem komischen anderen Ritter jetzt gerade. Heroische Revanche. Scheiße, macht er doch immer mehr Schaden? Eventuell hätte ich mal meine Dingens resetten sollen. Meine, Okay. Also für schneller jetzt eigentlich gar nicht. Oh fuck. Ah! Todes? Was? Todesfleiß? Weil ich 100 Mal gestorben bin oder so? Kann das sein? Wie oft bin ich denn gestorben? Stirb 50 Mal, ah. Okay. Ja gut, hätte ich jetzt mein Healing mitgehabt, dann wäre es kein Problem gewesen, aber irgendwie merke ich den Schaden jetzt nicht so wirklich. Merke jetzt nicht, dass ich stärker geworden bin irgendwie. Nicht so ganz. Aber das ist schön, dass er nicht direkt. Wenn er das macht, wenn ich direkt auf die andere Seite gehe, dann sind es auch noch die Seite getriggert, aber. Okay. Er ist echt easy zu umfarmen. Okay, er gibt immer nur plus 4er Sachen maximal. Okay. Okay, okay. Aber hey, immerhin plus 4. Weil was heißt, wenn ich. Ja, wenn ich eigentlich jeden Punkt, den ich in Technik reinhaue, ist eigentlich ein Damage-Punkt mehr. Also Scaling ist jetzt irgendwie in diesem Spiel nicht ganz so vorhanden, glaube ich. Aber okay. Levelaufstieg. Ja, Ausdauer. Wollen wir mal gucken, was Gaia so aushält. Es ist der dritte Boss. Ah, der hat aber, ja gut, der hat aber auch noch den Damage-Vorteil halt, dass er mehr aushält. Und Kursiv habe ich gerade so eh erst drum bekommen. Kursiv wird eh nichts. Kann ich ihn noch gar nicht? Doch, oder? Okay, jetzt stehst du einfach hier rum. Okay. Versuchen kostet nichts. Au. Was? Wo kommt. Wo kommen denn die Gegner auf einmal her? Warum sind die Gegner? Okay, er hat neue Angriffe. Gefällt mir nicht. Der im heroischen Modus gefällt mir nicht, er hängt zu viel. Und er kriegt Minions, das gefällt mir noch weniger. Ih, wieso kriegt er so viele Minions? Igitt. Ist ja ekelhaft.
Er hat ein ganz anderes Moveset. Das ist unfair. Darauf ist mein Damage nicht ausgelegt. Au. Au. Ja, ja, ja. Mit Minions kann ich auch kämpfen. Hey, der Kampf ist unfair. Minions und HP-Balken. Das war alles, was ich gemacht habe. Alter, und dann ist der Ball für die Verstärkung, wann die kommen. Igitt. Okay, für den habe ich noch nicht die Stats. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Ja, ja, kill mich einfach. Eieiei. Und nur 99 Shards für das bisschen. Oh Gott. Okay. Ich sollte es nicht übertreiben. Dies ist so der dritte Boss in der Reihenfolge, aber er hat Tankiness. Und in der heroischen Form auch noch Damage. Ich will nur meine Feder. Tschüss. Weil ich will das zweite Buch haben. Ohne das zweite Buch mache ich da gar nichts. Vielleicht gibt es auch irgendeinen Trick gegen den Steinfuß. Weil das dauert halt extrem lange, bis der Steinfuß mal down ist. Warte, war ich in dem Loch hier unten drinne? Guck, guck. Moment, was war hier nochmal? Könnte das zweite Buch sein? Aber wie komme ich da hoch? Wenn ich hier sterbe vielleicht, noch ein paar Mal sterben, dann geht der Leichen auf den Höher. Falsches Item. Doppelsprung habe ich noch nicht. Nee. Okay. Unsichtbare Wand habe ich jetzt auch nicht gesehen. Interessant. Ah, vielleicht läuft es aber im Phönix besser. Zack, zack, zack. Nein, komm hoch. Wann der Phönix nochmal? Der war auch relativ tanky, meine ich. Aber okay. Levelaufstieg. Okay. So, Punkt Ausdauer wieder mehr. Oder zwei Punkte Ausdauer halt, je nachdem. Hoppapapa. Zack. Auch ein Schrein? Nee, ist es nicht. Okay. Oh, wie die einen, ja, nur einen Schlag aushalten. Schön. Oh, fuck. Das ist kein Schaden? Ach, wegen, der First Treffer. Der erste Treffer macht ja keinen Schaden. Schwein gehabt. War hier eigentlich noch irgendwas? Irgendwie nicht. Da hätte was sein sollen, aber okay. Anscheinend doch nicht. So, Todesstatue erschaffen. Kann ich eigentlich. Habe ich noch genug für ein Level? Ah, nee. Nicht ganz. Was? Der Phönix hat keine heroische Form? Oder weiß ich gerade was. Ne, der Phönix hat keine heroische Fassung. Oh. Kann man irgendwie den Boden weghauen? Ne, kann man auch nicht. Hat denn das komische hier Wendigo-Vieh da oben was?
Ich hasse Fallen. Ja, warum immer Fallen? Ich wusste vor allem, dass hier noch irgendwo eine sein muss. Ja. Au. Okay, es gibt nur 100. Also es lohnt sich nicht, den Platz zu machen. Dafür. Ich meine, an sich hält er nicht viel aus, aber er hält zu viel aus für das, was ich hier dann doch an Bullshit mache nebenbei. Wie war das? Hier war auch wieder der komische, ja. Okay, du bist mittlerweile recht schnell down. Okay. Wo mal der herkam. Nein, kaputt gehen. Danke. Oh, der was gedroppt. Oh, Kristallbombe. Kann man ja mal mitnehmen. So. Kann man dich wieder herausfordern? Ja, dich kann ich wieder herausfordern. Okay. Ich versuch's einfach mal. Könnten wir. Du hast auch ein neues Moveset. Fällt mir nicht. Oh. Okay, du hast extrem viele neue Movesets. Die gefallen mir alle nicht. Igitt. Okay. Okay, die halten mehr aus. Die halten mehr aus, die halten mehr aus, die halten mehr aus, die halten mehr aus. Fuck. Okay. Also abgesehen vom Old King machen die alle dann doch gut Schaden. Wie ich merke. Muss ich meine Feder von da wiederholen gehen. Scheiße. Top, top. Okay. Der Old King ist bisher der einzige, den ich down bekommen kann mit meinem jetzigen Setup. Gut zu wissen. Au. Wow. Ja, be right back. Ich sehe jetzt, dass ich meine Feder behalten habe. Weil ich runtergefallen bin und nicht gestorben bin. Also ich bin gestorben, aber ich bin nicht gestorben durch Treffer, sondern durch Falldamage. Bin ich wegen umsonst gegangen. Die Beine geben 100, das ist sogar ganz nett eigentlich. Gut, nehmen wir deinen. Mai. Jetzt die restlichen hier auch noch mitnehmen, dann kann ich eventuell sogar ein bisschen. Komm. Zack. 1500 oder so müsste. Au, da war was. Ja, da. Kann mal wer bitte die Fallen wegmachen? Ja, du ungefähr, ja, so. Jetzt auch schon, wie die ganzen Männchen hier grün sind. Das grüne Obsidian darstellen? Macht keinen Sinn, oder? Okay. Scheiße. Wir dürften eventuell zwei Level up sein, oder? Ganz viel Glück. Auf was gehe ich überhaupt? Ja, Regenerationsrate der Ausdauer ist, glaube ich, auch mal nicht verkehrt. Gehen wir mal Schnelligkeit auf
15, würde ich sagen, als nächstes. Weil die regeneriert sich schon recht schnell eigentlich. So, du willst kein Rematch, Phoenix, von mir aus. Die Gegner sind noch nicht One-Hit. Zack. So, und hier dürfte ja, wenn das Buch da unten das vom Boss ist, dann würde mich trotzdem interessieren, was der Weg hier noch gut ist. Weil eigentlich, dass es hier noch irgendwie ein geheimer Weg ist. Keine Ausdauer. Okay. Ja, hier falle ich einfach nur wieder runter. In den Weg. Wenn ich das richtig sehe, dürfte ja hier auch nicht mehr viel sein. Ne, hier ist auch nichts mehr eigentlich. Das war, glaube ich, nur die Inschrift, dass mein Angriff. Wo sonst gewartet? So. Dann das. Ja, scheiße, und jetzt nicht runtergefallen. Kann ich wieder hoch? Wieso gibt es hier die Plattform? Ja, gut, mit einem Doppelsprung könnte das was werden. Mit einem Doppelsprung, aber den habe ich nicht. Scheiße. Okay. Okay. Ja, dann bin ich wieder hier. Den Weg da oben habe ich eh nicht aufbekommen können. Gut.